So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch außer der Reihe unserer Aktion, die wir haben, möchte ich euch nochmal unseren Spülbutler vorstellen. Mein Lieblingsprodukt. Ich liebe den ja fast über alles, muss ich schon sagen. Ich finde den sehr gut. Wir haben ja zwei Varianten. Wir haben einmal den Spülbutler mit unserem weichen Kopf und einmal den Spülbutler mit unserem harten Kopf. Beziehungsweise wir können die Köpfe hier raus. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe nur einen Spülbutler-Griff und habe beide Köpfe, kann man da ja variieren. Also, ich habe in der Küche diese beiden Spülbutler immer parat an der Spüle hängen. Die nutze ich, den harten Kopf, den weichen Kopf. Nutze ich für ganz, ganz viele Dinge an der Spüle, für Kaffeeautomat, für was auch immer, für Töpfe, für Pfannen, für alles Mögliche. Ja, den habe ich wirklich für mich lieben gelernt in ganz vielen Bereichen, gerade Thermomix oder was auch immer, ist eine super Sache. Dann, wenn wir Partys, persönliche Partys, also Präsenzpartys haben, dann sind immer mal Kunden, die sagen, ja, ich benutze den ja auch ganz gerne in der Toilette. Das mache ich natürlich mittlerweile auch. Nicht als Toilettenbürste, das sage ich auch immer. Das machen wir nicht. Das Produkt Spülbutler nehmen wir im Badbereich zum Reinigen für die Toilette. Und haben ganz, ganz viele gesagt, ja, mit der harten Faser, mit dieser Schrubbelfaser kann ich hervorragend in der Toilette unterm Rand reinigen. Oder auch mal tiefer rein. Unsere Toilette ist sauber. Wir sprechen nicht von einer Bahnhofstoilette. Also wir haben eigentlich schon eine saubere Toilette und gehen dann zusätzlich an der Toilette und machen den Rand damit sauber. Funktioniert hervorragend. Ich mache das also auch schon länger. Ich habe mir einen Spülbutler fürs Badezimmer extra besorgt. Und das solltet ihr wirklich alle machen. Entweder zwei Stück, einen harten, einen weichen oder auch, wie ich das jetzt hier habe, die Version ein Griff, zwei Köpfe. Mit diesem Spülbutler zeige ich euch gleich bei mir im Badezimmer in der Dusche, was ihr da alles mitmachen könnt. Und das ist wirklich total krass. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir gehen jetzt mal zusammen in mein Badezimmer. So, mir ist jetzt nicht schlecht, weil ich hier vor der Toilette bin. Ich wollte euch nur mal zeigen, wenn ihr jetzt ein Toilettenbecken habt, den Spülbutler mit dem harten Kopf könnt ihr super unterm Rand gehen. Das mache ich jetzt nicht. Ihr könnt aber auch zum Beispiel mit dem weichen Kopf, könnt ihr ganz toll auch hier drunter gehen, unter so Ritze, die man ganz, ganz schlecht sauber kriegt. Da könnt ihr super, super mit reinigen. Das funktioniert richtig gut. Genauso ist das Ganze auch an der Dusche. Wenn ihr da jetzt mal bei der Dusche beigeht, das zeige ich euch jetzt mal. So, ich bin jetzt hier bei meiner Dusche, bei meiner Duschabtrennung. Das ist jetzt nicht die beste. Ist also ganz viel Plastikkram. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt meine Dusche reinigen will, zum Beispiel hier, ich habe hier ganz viele Ecken und Kanten drin, da kann ich hervorragend mit meinem Spülbutler in diese ganzen Ritzen reingehen. Ich kann diese Silikonabdichtung kann ich damit reinigen. Ich kann in den Abfluss damit gehen. Das funktioniert sehr gut. Und gerade dieses hier drunter, wo man ganz schlecht bei dem Plastikabtrennung, wo man drunter kommen kann, da kann ich hervorragend drunter. Hier, da ist es jetzt so, auch so braun, das setzt sich so ab. Ich habe das jetzt extra nicht gemacht, da gehe ich jetzt mal drauf. Das kriege ich super weg, das sprühe ich aber immer ein mit meiner Mischung Sanitärreiniger und Kalkex. Und dann kann ich das eben hervorragend wegkriegen. Ich gehe jetzt mal einfach so mit der Schrubbelfaser drüber, dann kriege ich das meistens schon ganz gut entfernt. Und dann kann man diese ganzen Ecken, kann man wirklich hervorragend mit dem Spülbutler reinigen. Geht sehr, sehr gut. Ich habe jetzt die weiche Faser auch, gerade wenn man so Silikonabdichtung hat, dann gehe ich da drüber und dann komme ich wirklich in diese Ecken rein. Das löst sich ja so, das ist meistens keine Kalkablagerung, die da drauf ist. Das kriege ich, ohne dass ich einen Sanitärreiniger nehme, gehe ich da drüber, dann habe ich die Flächen wirklich super sauber. Und ich komme auch bei mir wirklich hier unten drunter. Weil das ist ganz, ganz schwierig. Da sind so Ecken drunter. Da komme ich einfach mit nichts hin. Das funktioniert super. Und auch wenn ich dann so eine Armatur habe, auch hier kann ich hervorragend mit dem Spülbutler arbeiten. Also das Teil ist so genial im Badezimmer. Auch hier habe ich ja diese Halterung für die Brause. Da kann ich überall dran, oben in jeder Ecke kann ich damit reinigen. Funktioniert ganz fantastisch. Also den Spülbutler möchte ich einfach fürs Badezimmer nicht mehr hergeben. Der ist wirklich toll. Und da braucht ihr mindestens jeder einen fürs Badezimmer. Also auf jeden Fall, das lohnt sich. Ihr werdet euch wundern, wie gut ihr damit arbeiten könnt.